Modern Amerikaner. Ich bin der Jens, sitze im Roski und fahre jetzt gerade hier die Kur auf die Autobahn. Der Weg führt jetzt mal Richtung Landquart. Ich bin zwar heute allein im Roski unterwegs, aber nicht allein unterwegs. Eben der Kai, Traffic Camping Living, kommt. Wir treffen uns jetzt in Landquart. Und er bringt noch einen Gast mit. Volker heißt er. Wo geht's heute hin? Das ist jetzt noch die Frage. Wir fahren jetzt mal ins Prättigau rein. Dann geht's auf den Flöhler Pass. Vom Flöhler Pass geht's dann ins Engadin. Das Engadin-Stück hoch. Der Ofenpass nach Italien. Ins Veltlin. Somit heute Tour ins Ausland. Wir haben uns da ein ganz besonderes Ziel ausgesucht, sind uns aber noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ein Camper steht da, ein Globecar und noch ein zweiter Globecar. Somit bin ich heute mal letzte. 5 abgemacht und jetzt ist es 2 vor. Passt also. Der Kai hat jetzt fertig geshoppt. Der war jetzt gerade hier im Lidl noch drin, wie vermutet. Und der Volker ist auch bereit. Und ich als Heimspielmannschaft mache jetzt hier mal die Führung des Trupps. Jetzt sind wir auf dem Wolfgangpass angekommen, haben die gerade überquert und rollen hier so einigermaßen gemächlich nach Davos runter. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, weil es ist jetzt 10 Monate her, dass ich mal mit Kai hier war. Jenisberg Video erzähle ich dann auch noch ein bisschen mehr über diese Gegend. Klickt es mal an, blendet es euch ein. Ich denke, wir werden auf dem Flöhler Pass dann mal einen kurzen Stop machen oder unterhalb mal sehen und mal genau die Lage besprechen. Wir vom Ofenpass wirklich den Breipass noch nehmen oder den relativ teuren Tunnel nach Livigno rüber. Der würde dann die Strecke noch einiges abkürzen. Der Flöhler Pass. Wirklich auch ein schöner Pass, sowohl landschaftlich als auch von der Streckenführung. Den fährt man einfach gern. We'll be right back.
und angekommen auf dem Flüelerpass. Was treibst? Was treibst? Technische Herausforderung. Technische Herausforderung, bis man das alles immer so im Griff hat. Ja, hier auf dem Flüelerpass sind wir fast oben, glaube ich. Ja. Sieht zwar gut aus, leichter Wind aus Nordwest irgendwie, aber nicht kalt. Und Fahrt ging jetzt wirklich gut hier hoch, kaum Verkehr. Und da wirst du gefilmt. Ja, jeder spielt mit seinem Elektronikzeugs rum. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen in der Testphase mit dem neuen Mikrofon. Die ganze Handhabung, die muss ich noch ein bisschen verinnerlichen. Aber ich glaube, die Tonqualität, die ist nicht schlecht. Und da die Flüelerpasshöhe mit dem See wunderbar. Auch da hinten hat es sogar noch ein bisschen Schnee, wo bis in den See reingeht. So leicht eisbergmäßig. Cool. Also Schlittenfahren wäre dort hinten noch gut möglich. Und irgendwelche Leute hocken dort auch im Schnee rum. Die hatten den Einfall auch. So, und jetzt haben wir hier zweimal Globecar, Camp Scout, einmal Camp Scout B, einmal Camp Scout der ersten Generation, wenn ich da richtig liege. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Vom Volker und natürlich der Oski. Jetzt am frühen Abend ist hier doch relativ viel Verkehr noch, in beide Richtungen, aber ich denke, nachts kann man hier relativ gut stehen. Da kommt dann der Lärm vielleicht eher von den Murmeltieren, keine Ahnung, aber es gibt hier, wie gesagt, überall links und rechts Plätzchen, auch der, ohne Verbotsschilder. Und auf geht's, ein Stück weiter. Flüelerpass 2383, jawohl. Und die Ostseite hier vom Flüelerpass, die ist noch deutlich steiler. Westseite, da geht es richtig gut runter. Ich fahre da mit 4000 Umdrehungen im zweiten Gang. Etwas über 50 sind das. Aber ich stehe ständig auf der Bremse. Da ist nichts zu wollen mit der Motorbremse. Klimaanlage ist an. Aber das geht jetzt wirklich nur mit der mechanischen Bremse. Der Inn, der fließt ja in
Nassau in Bayern in die Donau. Und somit geht das Wasser hier aus dem Engadin ins Schwarze Meer. Auf der anderen Seite vom Flüeler Pass das Wasser, das fließt in den Rhein und somit in die Nordsee. Das ist irgendwie nicht sensationell, aber irgendwie doch, ich finde es faszinierend. Und jetzt kommen wir nach Zernetz rein.